Hohenstein Amstel, Hohenstein, je nachdem. Einsiedel, Stolberg und alle, die noch da sind. Danke. Wie am Anfang immer machen wir erstmal die Auflagen, bevor wir richtig loslegen können. Ich freue mich, dass ihr trotz des Wetters da seid. Hab mich heute oben an meine schicke Mülltüte gesteckt. Auf der Veranstaltung sind Drogen und Alkohol nicht erlaubt. Hunde sind nicht erlaubt, außer Begleithunde und Behindertenhunde. Dies muss nachweisbar sein. Den Anweisungen der Polizei und der Ordner ist Folge zu leisten. Glasflaschen mitzuführen ist nicht gestattet. Das Führen von Fahnen mit Staatswappen und Stadtwappen ist verboten. Wir würden dann jetzt erstmal anfangen mit unserem Sven. Hallo Sven! Hallo Chemnitz! Hallo Chemnitz! Heute ist der 9.11. Das ist ein Tag der deutschen Geschichte. Geschichtliche und richtungsweisende Ereignisse haben am 9. November stattgefunden. Aber es gab auch vor 1933 eine Geschichte in Deutschland. So zum Beispiel am 9. November 1313 in der Schlacht von Gammelsdorf setzte sich der spätere Kaiser Ludwig, der Bayer, gegen seine Vetter Friedrich den Schönen durch und erhält damit die Vormundschaft über jugendliche Herzöge von Niederbayern. Am 9. November 1848 erfolgte die standrechtliche Hinrichtung von Robert Blum mit der Erschießung des republikanischen Parlamentsabgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung. Nach dem Oktoberaufstand in Wien wurde zugleich auch die parlamentarische Immunität Blums durch die Militärführung im Dienste des österreichischen Kaiserhofs gebrochen. Die Niederschlagung des Wiener Oktoberaufstandes und die Hinrichtung Blums gilt als offene Kampfansage der herrschenden Vertreter, Furcht, einer reaktionären, resolutiven politischen Ordnung gegen das aus der bürgerlichen Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes hervorgegangenen ersten demokratisch gewählten gesamtdeutschen Parlamentes. Die Hinrichtung Blums markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der deutschen Revolution von 1848-49 als Anfang vom Ende dieser Revolution. Am 9. November 1918 war die Novemberrevolution in Berlin. Die wenige Wochen zuvor berufen Reichskanzler Max von Baden verkündete angesichts der bevorstehenden Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg eigenmächtig die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Und betraute Friedrich Ebert, SPD, mit den Amtsgeschäften Eberts Parteigenosse Philipp Scheidemann, der ihn im Februar 1919 als Regierungschef ablöst, ruft von einem Fenster des Reichstagsgebäudes die Deutsche Republik aus. Am selben Tag jedoch, einige Stunden später, verkündet Karl Liebknecht, einer der Anführer des linksrevolutionären Spartakusbundes, vom Berliner Stadtschloss aus eine Räterepublik. Gedachte Freie Sozialistische Republik Deutschland. In den nachfolgenden regional teilweise bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen zwischen den Verfechtern einer sozialistischen Räterepublik und denen einer parlamentarischen Demokratie unterliegen die Anhänger. In den weiteren Folgen wird im August 1919 das als Weimarer Republik bezeichnete erste demokratisch strukturierte Parteiwesen, Staatswesen in Deutschland konstruiert. Auch heute haben wir einen Kampf von Rot gegen Bürger und Sozialismus gegen Demokratie.
Am 9. November 1923 war in München der Hitler-Ludendorff-Putsch. An diesem Tag war das erste Mal der Nationalsozialismus in Erscheinung. Der bis dahin in breiten Öffentlichkeit kaum bekannte Parteichef Adolf Hitler scheiterte mit seinem Putsch bereits nach wenigen Stunden. Am 9. November 1938 Scheidepunkt der Novemberpogrome. Nach dem Mordanschlag auf einen deutschen Diplomaten in Paris inszeniert die Nationalsozialisten die Novemberpogrome, die bis in die Gegenwart in der Nacht vom 9. auf 10. gedacht wird. Es heißt auch heutzutage die Reichskristallnacht. Am 9. November 1948 der Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter hält während der Berliner Blockade eine Rede vor der Ruine des Reichstagsgebäudes, in der er in der Weltgemeinschaft appelliert, West-Berlin nicht fallen zu lassen. 9. November 1955, das deutsche Bundesverfassungsgericht urteilt, dass in Deutschland lebende Österreicher, die mit dem Anschluss 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft bekamen, diese mit der Souveränität Österreichs wieder verloren haben. Das hat er noch gesagt, dass ich da derjenige bin, der... 9. November 1967, bei der feierlichen Amtseinführung des neuen Rektors der Hamburger Universität entfalten Studenten ein Transparent mit dem Spruch unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren, der zum Symbol der 68er Bewegung werden wird. 9. November 1969, die linksradikale Organisation Tupamaros West-Berlin platziert eine Bombe in der jüdischen Gemeindehaus in Berlin. Die Bombe explodiert jedoch nicht. 9. November 1974, nach 58 Tagen Hungerstreik, stirbt RAF-Mitglied Holger Mainz in der Justizvollzugsanstalt Wittlich. 9. November 1989, die Öffnung der deutsch-deutschen Grenzen macht spektakulär den Erfolg der friedlichen Revolution der DDR deutlich. Dem schließt mit Wirken am 3. Oktober 1990 der Beitritt der DDR zu dieser sogenannten Bundesrepublik Deutschland und man nennt es heutzutage die deutsche Wiedervereinigung. Dieser Tag, dieser 9. November, war zeitweilig als Nationalfeiertag gedacht, wurde aber aufgrund der Reichskristallnacht auf Oktober verlegt. Warum ich das hier sage? Ganz einfach. Wenn wir am 9.11. spazieren gehen, heißt das definitiv, wir gehen spazieren, weil wir die Reichskristallnacht feiern wollen. Wir gehen spazieren, weil wir recht sind und weil wir auf Krampf deutsch sein wollen. Es ist aber nicht richtig. Wir gehen spazieren, weil uns der Tag egal ist, an dem wir spazieren gehen. Ihr seht, am heutigen Tag ist in unserer Geschichte viel passiert. Aber wollen wir wetten? Es ist nur die Reichskristallnacht, die uns angetextet wird. Aber es liegt wohl eher daran, dass andere Gründe suchen, uns von der Straße wegzuhetzen. Die wollen uns nicht auf der Straße haben. Die wollen uns nicht sehen, weder an einem 9.11. noch an irgendeinem anderen Tag. Wir sind in einem Dornenauge. Jeder von euch ist in einem Dornenauge. Weil ihr habt euren Rücken gefunden, ihr habt euer Rückgrat gefunden, ihr habt Mut gefunden und ihr beweist Stolz. Für diese Menschen, die definitiv wieder sagen werden, Reichskristallnacht, ich brauche kein bestimmtes Datum oder Anlass. Ich bin hier, weil ich nicht zu Hause sitzen kann und dabei zusehen, wie ihr wiederholt das deutsche Land verschenkt, was unseren Kindern gehört und ihnen und uns die Zukunft bieten muss. Dabei ist dieses Asyl-Invasionsproblem nur eine Auswirkung, wenn auch die, welche dieses Land am meisten verändern wird, wenn es uns nicht gelingt, es zu begrenzen oder besser, ganz zu verhindern. Denn wir, dann sind wir doch mal ehrlich, die Suppe, die man uns hier vorgesetzt hat, stinkt.
die stinkt zum Himmel. Ja? Und das liegt an der Brühe, das liegt an den Gewürzen. Das liegt an dem, wie die Suppe zusammenrühren. Es sind Politiker, die es nicht interessiert, was viele denken. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alle so denken. Ich kann aber mittlerweile wirklich definitiv davon ausgehen, dass definitiv in Sachsen die große Mehrheit so denkt. Auch wenn die große Mehrheit noch nicht entschlossen genug dafür ist. Sich zu zeigen, denken es zumindest fast alle. Es kann aber auch, es muss auch nicht so sein, dass alle immer dasselbe glauben. Aber mir geht das Gelaber auf den Sack. Mir geht das Gelaber auf den Sack, dass mir irgendjemand sagt, was gut ist und was böse ist. Weil das entscheide ich für mich selbst. Wir haben hier Politiker in dem Land, die sich komplett von unseren Steuergeldern finanzieren. Die selber frei und unabhängig und ohne jede Kontrolle über Steuergelder entscheiden und verfügen können. Es ist aber das Steuergeld, was die deutsche Bevölkerung zahlt, was weit jenseits von 50% eures Einkommens liegt. Und wenn hier jemand das Recht hat, darüber zu entscheiden, was damit gemacht wird, dann sind das die Leute, die das Geld auch verdienen und nicht die, die es haben. Sozialkassen sind für den Sozialstaat, den wir wohl angeblich haben oder einstmals hatten, die größte Sicherheit. Daraus werden Renten bezahlt, daraus wird Kindergeld bezahlt, die Schulen werden finanziert, Sportvereine werden finanziert. Im Endeffekt unser ganzes soziales Leben wird aus diesen Kassen finanziert, in die wir einzahlen. In der Realität wird uns erzählt, wir bauen Autobahnen. Wir renovieren Autobahnen, wir sorgen für Frieden, aber im Grunde genommen stopfen die ein Loch zu dem anderen. Die überweisen Milliarden ins Ausland, aber nicht dort, wo es unter Umständen gebraucht werden könnte. Die überweisen Milliarden an unsere Besucher. Ist auch mit einem Bruchteil des Geldes, was der sächsische Haushalt oder der Bundestag für das letzte Jahr, für dieses Jahr und für nächstes Jahr beschlossen hat, könnte die UNO die Flüchtlingsdörfer im Libanon, in Pakistan und wo sie überall sind, locker 10 Jahre lang weiter betreiben. Und es bestände kein Grund für die Leute, hierher zu kommen. Die könnten dort in Saus und Braus leben. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, was unsere Babalu 2011 verdient hat. Alleine die Bezüge als Bürgermeisterin befinden sich weit über 100.000 Euro im Jahr. Ich gehe mal davon aus, dass von den hier Anwesenden keine 100.000 im Jahr hat. Ja, zur Zeit nicht. Jetzt überlegt euch doch einfach mal, Barbara Ludwig würde, gut, sie hat viel zu verwalten, das muss man ihr halt zugestehen, eine Stadt zu führen ist mit Sicherheit nicht einfach. Ja. Aber ich gehe stark davon aus, dass 50.000 Euro oder 40.000 Euro, weiß Gott, mehr als genug zum Leben und zum Zurücklegen werden. Und wenn wir den Rest von dem Geld nehmen und Leuten helfen, die es wirklich nötig haben, dort, wo sie Hilfe brauchen, wäre ein Anfang getan. Wenn Frau Ludwig immer so für Integration ist und der Meinung ist, dass es unbedingt wichtig ist, diesen Flüchtenden zu helfen, dann Frau Ludwig, dann spenden Sie doch da einfach die Hälfte Ihres Gehalts an die UNO und helfen der UNO damit, dort die Welt besser zu machen, anstatt hier die Welt schlechter. Also die heutige Zeit erinnert mich durchaus immer an das finstere Mittelalter, wo die Herrschenden bei drohender Gefahr schnell in ihre Burg gerannt sind, die letzten Geldsäcke leer gemacht haben und dann einfach abgehauen sind. Und ich gehe davon aus, wenn hier bei uns auf den Straßen es eskaliert,
wird man keine Barbara Ludwig finden, keine nach Runkel finden und keine nach Reismann hier mehr finden, die versuchen für Ordnung und Recht zu sorgen. Das müssen dann wieder wir machen, wie seit Anbeginn der Geschichte. Weil das müssen dann immer die kleinen Leute tun, was die Großen versauen. Unsere Stimmen sind laut, aber stellt euch doch mal vor, wenn unsere Stimmen aus 100.000 Kehlen klingen würden, wenn 200.000 Fäuste zum Himmel gereckt werden, in den Gesichtern Entschlossenheit zu sehen ist, wie werden sich dann unsere Politiker fühlen? Dann werden sie genauso anfangen zu rennen wie die Hasen. Und wisst ihr, was passiert, wenn die rennen wie die Hasen? Viele von den Fremden, die hier in dem Land sind, laufen hinterher. Denn ganz einfach, ohne unsere Politiker wird es einfach relativ fair zugehen. Oder besser gesagt, ohne die Politiker, die wir momentan haben. Dann würde wahrscheinlich einfach nur der Hilfe bekommen, der sie auch benötigt. Und auch nur der eine Chance bekommen, der sie auch verdient. Und alles dafür tut, diese Chance zu erhalten. Und nicht wie jetzt, jeder, außer das deutsche Volk. So, und nun kann gerne wieder jede Presse schreiben und berichten, wie abgrundtief mies Pegida ist, wie rechts und gefährlich. Ehrlich gesagt, ist es mir egal. Lieber lasse ich mich als rechts bezeichnen, als stumm mit anzusehen, was geschieht, oder blind in den Untergang zu gehen. Und wisst ihr was? Gefährlich sind wir. Gefährlich sind wir mit Sicherheit. Denn wir sind viele und das nicht nur montags. Jeder von euch kennt Leute, die denken wie wir. Jeder von euch kennt Leute auf Arbeit, Arbeitskollegen, die denken wie wir. Und irgendwann, wenn es allen reicht, wird es sich drehen. Dann wird der Widerstand an allen Orten erwachen. Wir sind viele, wir sehen euch, wir beobachten euch, wir werden nicht vergessen, was ihr tut. Irgendwann steht ihr vor uns und dann kommt unsere Stunde. Vielen Dank, Chemnitz. Sprecher ankündige, darf ich euch noch kurz von mir erzählen. Ich war letzte Woche Gast in Leipzig. Gut. Es war sehr interessant. Es war sehr laut, also wie ihr mich so kennt. Und noch zu dem Thema Presse, die hoffentlich hier mit da ist. Ich habe in meiner Rede gesagt, dass es mir scheißegal ist, ob ein deutscher Mann, ein Ausländer oder sonst wer Kinder missbraucht oder umbringt, Frauen vergewaltigt, weil das ja tagtäglich immer wieder vorkommt. Und das sind nur die kleinen Ausnahmefälle, die unsere Politiker so erwähnen. Und die Presse hat danach gleich geschrieben, für Helena aus Chemnitz sind alle Ausländer alles Dreckschweine. Das muss ich jetzt berichtigen. Denn ich habe gesagt, mir ist scheißegal, wer einem Kind wehtut, wer ein Kind vergewaltigt, wer Frauen vergewaltigt. Für mich sind das alles Drecksäcke. Und jetzt möchte ich unseren nächsten Redner ankündigen und das ist der Jürgen aus Stolberg. Hallo Jürgen. Hallo Landsleute. Jetzt geht mir's gerade gut. Es war heute alles ein bisschen stressig, aber ich habe es bisher geschafft. Ich freue mich über ganz sehr in Chemnitz zu sein. Und weil das Ben gerade so schön erwähnt hat, was alles an so einem 9. November passiert. Eins scheint immer gleich zu bleiben,
Durch Propaganda und Hetze werden Menschen aufgewiegelt und doch immer doch die obendran sind immer dieselben. Genau dasselbe passiert jetzt gerade mit unseren Gutmenschen. Sie sind geimpft, sie haben Angst. Aber jeder davon weiß schon lange Bescheid. Aber die Angst, als rechtsextrem bezeichnet zu werden, ist immer noch größer, als ihren eigenen Kindern die Zukunft zu verbauen. Ich als Familienvater, ich habe zwei Kinder, muss hier laut und deutlich sagen, dass mir dafür das Verständnis fehlt. Es tut mir leid. Wenn ich Menschen sehe, die sich ihr Schild vors Gesicht halten und sagen, ich darf nicht streiken gehen, ich darf nicht mit auf Demonstrationen gehen, weil ich sonst meine Arbeit verliere oder auf Arbeit schlecht dastehe, die Nachbarn mit Finger auf mich zeigen, dann denke ich mir so, wie wollt ihr das euren Kindern erklären? So viel Feigheit! Ich habe selber viel zu verlieren, aber es hält mich nicht davon ab. Wir müssen alle Gesicht zeigen. Wir müssen zusammenstehen und zusammenhalten. Wir als Orga-Leiter wollen da mit gutem Beispiel vorangehen und haben uns letzte Woche zusammengesetzt, sowohl Orga-Leiter aus unserer Mitte, aus unserer Region und darüber hinaus und haben beschlossen, dass es Zeit wird, zusammenzustehen und zusammenzurücken. Und damit es nicht nur alles leere Worte bleiben, lassen wir auch Taten folgen. Am 27.11. wird 18 Uhr in Stolberg eine der größten Veranstaltungen nach 1989 geben. Es haben sich alle zusammengeschlossen, von Schneeberg über Zwickau nach Merane, in alle Himmelsrichtungen wird ein Ruf erschallen. Der Ruf nach Einigkeit, und wir werden Einigkeit signalisieren. Wir fordern unsere Rechte zurück und wir kämpfen für unsere Freiheit. Wir werden zeigen, dass wir zusammenstehen können. Wir werden unsere kleinen Auseinandersetzungen und Dispute, unsere zwischenmenschlichen Probleme vergessen und hinten anstellen. Zum Wohle unserer Kinder und zum Schutz unseres eigenen Volkes. Ja. Schluss mit Teilen und Herrschen. Ich fordere jeden auf, jeden einzelnen von euch. Engagiert euch, als wärt ihr ein Teil der Orga. Und wir werden Erfolge feiern und Erfolge sehen. Und diese hässliche Mistbuge muss endlich reagieren. Bewegt euch! Wir haben einen Grund zu kämpfen. Es gab eine Reichskristallnacht am 9. November. Ja, die gab's. Es gab einen fürchterlichen Krieg. So was darf nie wieder passieren. Und trotzdem haben unsere Großeltern und Urgroßeltern unserem Land nicht den Rücken zugekehrt. Sie haben hier Stein für Stein wieder aufgebaut. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Seht euch alle als Teil des Ganzen. So einer großen Bewegung, die Tag für Tag wächst. Ich möchte mich bei euch bedanken und ich hoffe, dass sich jeder engagiert und dass wir uns alle am 27.11. in Stolberg wiedersehen. Vielen Dank!